vorgestellt. Egypt Old Gipt Kingdom. Ja, von Clarus Victoria. Einen recht herzlichen Dank an den Entwickler, die mir das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt haben, damit ich es euch vorstellen kann. Ja, Optionen hier und so, könnt ihr gucken, hier seht ihr, da kann man ein bisschen was einstellen, ist klar, ich habe die Musik leiser gemacht, verschiedene Sprachen könnt ihr hier unten rechts sehen, gibt's im Spiel. Wir gehen mal hier rein, es gibt hier ein Quiz, da kann man dann wahrscheinlich ägyptische Fragen lösen, wo wer da wohnt und so weiter bestimmt. Will ich jetzt nicht machen, Galerie, keine Ahnung, was das hier ist, Grab von Aha, nicht zum Anschauen verfügbar. Okay, das muss man wahrscheinlich freispielen und dann kann man sich das alles angucken. Da gibt es bestimmt ein paar schicke Bilder oder so. Keine Ahnung. Ja, und ein neues Spiel, oder? Ja. Wähle eine Vorgeschichte. Grund unserer Ankunft. Tja, was ist unser Grund unserer Ankunft? Organisierte Migration, empfohlen für Einsteiger. Zwangsumsiedlung, historische Variante. Und das letzte ist Überleben. Wir flohen vor den Kriegen und die Zerstörung von Ägypten. Nee. Ich glaube, wir sollten das erste nehmen, Spiel mit vielen Ressourcen starten. Zum Angucken und sowas wird es wahrscheinlich am besten sein. Obwohl. Eigentlich ist es so, dass wir das nehmen sollten, ne? Sonst ist ja keine Herausforderung. Aber dann ist vielleicht auch schnell zu Ende und ich kann euch nicht viel zeigen. Gucken wir weiter. Das fruchtbare Land ist voller Leben und Entdeckung böser Geister sind seltene Gäste hier. Viele nutzen von nur auf der Stadt, wo sie Ereignisse passieren öfter. Okay. Land der Ordnung, historische Variante, Gut und Böse existieren im Gleichgewicht in diesen Ländern. Das ist ja schon mal eher was, oder? Ja, Hölle auf Erden, das wollen wir jetzt nicht spielen. Freiheit des Willens, alles empfohlen für Einsteiger. Speichern und laden jederzeit möglich. Ja, das werde ich wohl nehmen müssen, einfach. Weil, wenn ich euch noch einen zweiten Teil zeigen möchte, dann ist das bestimmt auch schön, wenn man da weitermacht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, okay, das lassen wir so. Peter, empfohlen für Einsteiger, zur Wand, der Schöpfergott und Schutzpatron der Handwerker hilft dabei, große Pyramiden zu errichten. Spielweise Ordnung. Horus, der Schutzgott der Könige und aller Herrscher, wird dazu beitragen, die Ordnung in Ägypten und dessen Umland zu wahren. Und seht, der Gott der Wüste, des Kriegs und der Raserei wird uns Kraft geben und unser Feindesfrucht einflößen. Spielweise Ordnung, Spielweise Aufbau. Ordnung hört sich doch gut an, oder? Ja, lass mal so, oder? Gib deinen Namen ein. Als Reiter sind wir. Und starten wir das Spiel. Andernfalls könnte trotzdem spielen. So wird geladen. Okay, ein bisschen Text hier. Könnt ihr euch durchlesen. Ja, dann können wir schon starten, ne? Und das sieht doch hier ganz nett aus, ne? Aufgabe, neue Siedlung. Der Mangel an freiem Land, wir gezwungen uns hierher zu ziehen, das ist ein brauchbarer Ort für eine neue Siedlung, damit wir das Recht verdienen, diese Ländereien zu beherrschen, befehlen Ritter unseres Stammes zu wachsen. 5 Bewohner vergrößern, Belohnung einmal, okay. Ziel des Spieles. Unser Spiel in der zukünftigen Memphis, du repräsentierst einen Stamm aus Oberägypten, der Unterägypten und kolonisiert. Um die schwere Prüfung am Ende zu bestehen und das Spiel erfolgreich zu machen, musst du eine mächtige Nation in 300 Runden 1400 Jahren aufbauen. Ja, ich glaube, wir machen mal das so hier. Den ziehen wir mal dahin. Dann machen wir auf jeden Fall einen zweiten, weil wir müssen ein bisschen was entdecken auch hier. Und schicken den mal dahin. Weil da ist eine Runde zum Entdecken, ne? Da oben wäre auch eine Runde zu entdecken. Jetzt ist die Frage, wo hier was ist. Da sieht es ein bisschen nach Wasser aus, oder? Sumpf da rechts könnte sein, ne? Ja, wir lassen das aber so. Was können wir hier machen? Ach, das ist sogar eine Anhöhe. Hier können wir einiges bauen, ne? Jetzt ist die Frage, was wir machen. Aufgabe, neue Siedlung.
Dürreperiode haben wir. Erste Oberhäupter. Tutorial Nahrung. Ah, wir brauchen einen Überschuss an Nahrung hier oben, ne? Den müssen wir als erstes haben. Also hier muss man ja was bauen, ne? Und das ist jetzt die Sache hier. Ach so, da können wir das auch machen. Ja. Das geht wohl noch nicht. Weil wir nicht genug da oben haben. Hier, ne, ist 0. Und da braucht man mehr dafür. Und Friedhöfe können wir da noch nicht bauen. Hier kann man Werkstätten bauen. Wachstum plus 8. 3. In der Zeit Bevölkerungslimit plus 1. Wachstum gibt es beim Bauen einer Kaserne und das hier bauen Häuser. Wachstum plus 3. Ja, und das hier war Werkstätte. Ja, wir müssen mal erstmal, glaube ich, hier ein bisschen was von dem machen. Weil dann kriegen wir hier oben Produktion und Luxuswaren mehr, ne? 08 und 03. Und hier war Wachstum plus 3. Produktion. Ne, dann denke ich mal, nehmen wir das, oder? Machen wir die ersten Werkstätten da. Ja. Kostet uns was, aber ist halt so. Was haben wir jetzt hier noch? Aha, da können wir höhere Mächte verehren. Können wir aber noch nicht, weil wir nicht genug Dingens haben, sag schon hier. Wie heißt das? Göttliche Gunst. Technologien, ach so, da können wir uns. Warte mal, können wir auch nicht, ne? Details entdecken geht noch nicht, weil da fehlt uns noch hier Kultur wahrscheinlich, ne? War das Kultur, was man da braucht? Mhm. Details. Ach so, dann kann man das nochmal genau angucken. Ja, scheint ganz interessant zu sein, das Spiel auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier noch die Menüs. Okay, ich glaube, wir gucken uns erstmal an, was hier so los ist und nächste Runde. Okay, da haben wir jetzt Antilopen. Und wir haben hier Wadi. Ab und zu kommt hier mal Wasser lang geflossen, okay. Ja, da können wir Nahrung kriegen dann, ne? Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir uns um die Nahrung kümmern. Ist das richtig? Ich glaube ja. Ja, die. Ja, sollten wir mal. Kamerasteuerung, okay. Ja, sehr schön. Sollen wir das so machen? Okay, können wir so machen. Sehr schön. Okay, und dann weiß ich jetzt auch nicht, was man mir da sagen möchte. Also schon, ne? Das geht nicht weg, oder was? Kann ich auch so machen, ist auch klar. Plus, Minus geht auch. Muss ich das jetzt machen oder muss ich das nicht machen, um das Tutorial abzuschließen? Ah, zerstörte. Okay. Wir sind da noch dran am Arbeiten. Das neue Gebiet haben wir erkundet. Tutorial Benachrichtigung. Okay, das haben wir gerade festgestellt. Alles klar. Mangel an Material, da arbeiten wir aber dran, ne? Dass das ja besser wird, ne? Tutorial Erkundung. Ist auch klar. Ah, hier kann man nicht bauen. Hier können wir jetzt die Antilopen loswerden, ne? Den Jägern befehlen, alle Antilopen zu töten, ja.
Okkult gibt es dann dazu, okay. Die Frage, was wir da kommen, wir machen das. Aber dann haben wir wieder kein Längenswachstum, aber nee, das heißt, wir machen das mal nicht. Zähmen geht nicht. Wir machen einfach nur die Nahrung da mal wegholen. Weil die brauchen wir jetzt erstmal eine Runde weiter. Mangel an Material ist immer noch da. Okay. Tutorial Bevölkerung. Sicherstellen, dass wir Nahrung haben. Ah, jedes Männchen sind 250 Erwachsene. Alles klar. Ja, da können wir jetzt nicht ganz viel machen, würde ich sagen. Und nächste Runde. Wir holen jetzt ein bisschen Essen erstmal rein, ne? Wann gibt's denn hier 9? Aha, bei 10,5. Das dauert noch. Mangel an Material haben wir immer noch da oben. Ja, das kostet uns 6,4, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, was wir da machen. Ob das fertig wird, ist die Frage, ne? Überhaupt. Erstes ägyptisches Stammfürstentum. Alles klar. Ich glaube, wir müssen jetzt mal überlegen, was wir machen. Hier geht es natürlich weiter, ist klar. Dürreperiode haben wir immer noch. Ich glaube, wir sollten dieses hier mal sein lassen. Weil das funktioniert gerade nicht, ne? Lass uns mal das so machen. Und eine Runde weiter. Ja, der jagt gerade. So kriegen wir hier Nahrung dazu. Und da auch nützt anders nichts, geht nur so, ne? Machen wir weiter. Hyänen sind da gekommen. Tja. Die verbleiben eine Runde. Die Nahrung halbiert sich. Nee, die verbleiben 14 Runden. Ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das mal so. Und auf geht's. Jetzt haben wir wohl okay, es gibt Nachbarstimme, ist klar. Ach so, das ist das da, alles klar. Da wird immer noch gejagt. Das lassen wir so. Nahrung fällt gerade ab, weil wir hier nichts holen, ne? Unsere Produktion verdirbt gleichzeitig wieder. Ist also auch nicht so einfach, ne? Da geht jetzt wieder eine Hyäne hier kaputt, oder was? Erst Kontakt mit Kanaan. Okay. Göttliche Gunst und Verehrung. Okay. Ja, die ist sogar gestiegen, ne? Da müssen wir mal, können wir jetzt mal was reingucken hier, ne? Oder? Wachstum 10% für 5 Runden. Seht, kann verehrt werden. Schutz vor 2 gewinnen negativen Ereignissen. Das wäre auch nicht schlecht. Maximum 20% Kultur. Na, ich glaube, wir entscheiden uns zwischen den ersten beiden Sachen. Ich glaube, wir nehmen mal das, weil wir gerade nicht unbedingt was brauchen, was negativ ist. Achso, und hier können wir jetzt auch was machen. Okay. Und was Wachstum? Limit 5. Wachstum. Ich glaube, wir nehmen das untere, weil wir unbedingt Nahrung brauchen, ne? Ja, aber geht nicht. Ich dachte, es geht schon. Naja, dann geht es halt noch nicht. Warum steht dann da die 5?
Ach so, weil wir das erste schon alles haben und wir können das nächste hier freimachen. Alles klar. Handwerk kann entdeckt werden, kostet 30 Kult. Wachstum. Werkstätten. Da gibt es noch mehr Kult. Das ist auch nicht schlecht, dass das mehr steigert, ne? Hier gibt es mehr Essen. Ich glaube, wir nehmen das, um dieses Technik erstmal voranzubringen und dann weiterzumachen. Machen wir doch mal. Gut, okay. Kosmetik wurde entdeckt. Wachstum Kult, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir eine Runde weiter, oder? Abwehr gegen Seet haben wir noch. 12 Hygiene, jetzt nur noch 11. Das wird alles nicht besser, das ist schlecht. Das Spiel wird auch beispielsweise. Alles klar. Diese Hygiene, die werden wir nicht los. Die sind einfach zu viele, ne? Weiter geht's. 10. Hoffentlich verlieren wir unsere Leute nicht gleich da, ne? 1 Nahrung, 0,2 Dingens. Wachsen tut hier gerade nichts. Nächste Runde. Aber hier können wir jetzt was machen. Aha, wir haben schon den ersten Feind sozusagen. Da sind sie. Bienenvolk. Okay. Wo sind wir hier? Ja, dann schauen wir mal, was wir hier weitermachen können. Aber wir können auch hier schon was machen. Wachstum ist klar. Wachstum plus 1. Da kriegen wir die göttliche Gunst. Ich glaube, jetzt gehen wir mal auf Nahrung, oder? Auf Produktion. Ne, wir gehen ins Handwerk erst rein und decken das. So, dann kriegen wir ja auch mal endlich Plus, ne? Ach, guck mal an, jetzt können wir dann natürlich auch die Werkstätten bauen, ne? Machen wir das doch mal. Und auf geht's. Haben eine gute Ernte auch noch gekriegt. Einen Festplan aufheben. Nachbarn einladen. Den Bienenstamm zum Freund machen. Ja, das wäre vielleicht wirklich was, ne? Ja, komm, machen wir das. Okay, dann sieht es vielleicht auch nicht ganz so schlimm aus. Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Verteidigung 18, unsere Beziehung 62. Oh, ist schon relativ gut schon die Beziehung dann. Gut, was können wir jetzt hier? Ach, die Hyänen sind weg. Okay. Lassen wir erstmal so. Und das wird dann wohl bald passieren. Aber ich glaube, wir können jetzt hier weitermachen. Wir machen erstmal die Nahrung jetzt weiter. Die Hygienen sind ja weg. Und jetzt haben wir hier das Dingens weitergemacht. Auf der Ebene haben wir unsere Werkstätten gebaut, ne? So, die würden wir dann abreißen. Das machen wir aber nicht. Nahrung. Jetzt geht's doch voran. Luxuswaren plus die ersten Plus-Sachen, ne? So, dann würde ich sagen, gucken wir hier rein. Ach so, ja. Seht, ist der noch aktiv? Ja. Ich denke mal, wir könnten jetzt mal hier uns noch drum verehren, damit wir die Forschung noch voranbringen, ne? Was haben wir hier? Segen des Horus. Okay, 5 Runden, ne? Ja. Alles klar. Dann mal Runde weiter, oder? Was haben wir hier noch? Das ist die Abwehr gegen Seed und das sind die Aufgaben, okay. Okay, 9-1, 2-3. Okay, unsere Armee ist natürlich schlecht und wird immer schlechter. Aber wir müssen voranschreiten. Ich glaube, in der nächsten Runde können wir dann jetzt gleich einen neuen Siedler machen. Oder einen neuen Bewohner, sagen wir es lieber so. Ja. Zack, noch einen dazu. Und jetzt kaufen wir uns einen.
Und den lassen wir mal da oben entdecken, ne? Oder da. Ne, machen wir mal da. So, auf geht's. Okay. Abwehr gegen Seed minus 1. Dann haben wir, glaube ich, aber noch 1, ne? Ja, oder? Haben wir noch, genau. So, was haben wir hier? Eine Anhöhe wieder. Sehr schön. Flaches Gebiet. Sand. Okay. Aber wir können trotzdem hier was machen, oder? Sand entfernt. Dauert 4 Runden, ne? Puh, das ist jetzt schwierig, ne? Aber wir machen das mal. Runde beendet. Der Segen des Horus ist weg. Wir können uns weiterentwickeln. Gemeinschaftsarbeit kann entdeckt werden. Na komm, zack. Machen wir das. Und dann schließen wir das hier. Dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Ja, Runde beenden, oder? Bis auf hier die Verteidigung ist alles positiv am Laufen. Da müssen wir erst eine Kaserne für machen. Naja, weiter geht's. Vielleicht gehen wir ein bisschen raus und zoommäßig. Jetzt haben wir hier noch wieder was. Wir können nur das hier unten machen oder sammeln, ne? Es geht um die Ernte, ne? Also, denke ich mal, können wir mal noch raushauen. 1,4 haben wir da jetzt. Und dann mal weitermachen, ne? 0801 ist das. Und wenn der Sand weg ist, dann muss man gucken, was es dann ist, ne? Zieht sich wie ein Kaugummi gerade. So, der Sand ist entfernt. Aha. Ein bisschen besser geworden. Da können wir Häuser bauen. Baue Häuser. Baue eine Kaserne. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Eine Werkstatt. Palast bauen und hier. Ach, da kann man das noch erweitern dann. Oh, das dauert aber 8 Runden. Puh, wenn ich das mache, dann verliere ich wieder die 1 hier. Das bedeutet, ich mache erstmal bis zum nächsten Bewohner das so. Und hoffe dann, ah, wir hätten noch hier was machen können. Naja, jetzt sind wir eine Runde weiter, ne? Das haben wir noch aktiv. Wachstum 10%. Dann machen wir noch die Forschung hier, ne? Den Kult. Okay. So, und dann geht's in die nächste Runde. Ja, wir wachsen langsam, ne? Heimtücke des Seeds, okay. Ja, da können wir gleich rein und... Ne, können wir nicht da rein, okay. Haben wir nicht genug Gunst. Der Götter. Wachstum. Ja, es sieht so aus, als ob wir das hier machen sollten, ne? Ja. Primitive Armee. Noch hat uns keiner was getan, deswegen nehmen wir das obere. Na, ein bisschen mehr göttliche Gunst hier kriegen. Ja, dann geht's auch schon weiter, ne? Ja, machen wir erstmal. So, jetzt haben wir wieder einen Bewohner. Und dann gucken wir uns das hier oben mal an. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Ja, da haben wir wieder was freigespielt. Okay. Wir sind schuld daran, dass der da so ein Blödsinn gemacht hat, ne? Naja, was willst du machen? Ist halt so, ne? Okay. Jetzt könnte ich den da hinschicken, ne, oder? Und dann Beziehungen verbessern.
Aber ein bisschen näher ran, dann ist das auch größer, ne? Mehr über das Volk lernen, Beziehungen verbessern, da wär's. Kostet natürlich richtig Kohle, ne? Haben wir gar nicht so viel Handel. Können handeln. Ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen handeln. Das wäre vielleicht noch das Sinnigste, oder? Gut. Okay. Gucken wir mal weiter. Wie sind die Beziehungen mit denen jetzt? 43, okay. Können hier noch eine Gütte. Ach, wir sind da weitergekommen, okay. Stärke der Pfanne wegen negative Ereignisse, 30%. Da kriegen wir Wachstum. Ist aktiv. Den machen wir wieder. Weil das brauchen wir definitiv. Sonst war ganz schnell kaputt. So, jetzt müssen wir hier gucken. Verteiler Beziehung 43. Ist immer noch 43. Aber ich glaube, wir werden hier vielleicht besser dadurch, ne, oder? Was können wir hier? Wachstum. Ich glaube, das lassen wir noch stehen. Das bringt uns jetzt, ne? Das Militär bringt uns sicherlich auch was. Kommen wir noch einen weiter. Wachstum 20%, bleibt 5 Runden. Ja. Es ist 44 neutral, ne? Bei den Handel da so weitertreiben sollten, ist die nächste Frage, ne? Vielleicht holen wir den doch erst wieder zurück und kümmern uns hier mal drum. Hier sind ja doch einige Möglichkeiten, ne? Die Löwen. Okay, wir müssten die Löwen dann bezwingen, oder wie? Ja, die müssen wir wegmachen, hat anders keinen Sinn. Los geht's. Samen erblüht. Ja, wir haben eine schwache Armee, das ist richtig. Da müssten wir eigentlich schon neuen machen können, Walter, oder? Ja, noch eine Runde, dann geht's. Okay, dann machen wir nochmal eine Runde. Die Löwen haben wir getötet, das ist schon mal gut. So, fruchtbare Lichtung. Die sollten wir vielleicht mal ernten, ne? Und da holen wir uns auch noch ein. So, 5 Bewohner haben wir. Und jetzt haben wir noch die anderen Sachen auch noch plus gekriegt. Okay, jetzt müssen wir mit den Sippen da was machen. Ja, gut. Da ist es, die Aufgabe. Integration der Nachbarn. So, wo können wir jetzt noch was entdecken? Ja, wir machen mal da oben weiter, oder? Das Land entdecken. Wir haben hier unten noch ein bisschen was zu machen. So, hier ist Wachstum, Wachstum plus 2 für, machen wir das. Gut. Um wieder die Forschung weiter voranzubringen, ne? Und auf geht's. Ist wieder eine Anhöhe, ne? Oder? Ne, doch nicht. Nützlich für das tägliche Leben, Dickicht. Das
muss man da wegmachen, ne? Wir machen das mal wieder hier hin. Machen das Dickicht weg. Und können noch einen Bewohner hinzuholen. Und das wäre dann auch der letzte erst. Aber das machen wir mal. Und da ist ja noch die Anhöhe weiter, ne? Gehen wir mal da weiter. Und ziehen noch eine Runde durch. So, jetzt haben wir die schon als direkte Nachbarn sozusagen, ne? Die ist auch wieder dickicht und so, ne? Machen wir das doch mal hier auch weg. Gut, so funktioniert das Spiel im Endeffekt. Schön immer alles bauen hier. Arbeiterlimit erreicht, okay. Dann müssen wir da neue Häuser bauen oder so. In 5 Runden gibt es eine Prüfung, aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Vorschau. Ich denke mal, das können wir auch ruhig noch das zweite Mal zeigen. Ich mache hier aber erstmal Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr dann in der zweiten Vorschau von diesem Spiel dann auch dabei seid. Bis dann. Tschüss.